melde mich mal wieder mit einem Video zurück. Und zwar ist jetzt die Bärlauchsaison in vollem Gange. Und da wollte ich ein bisschen was über diese Pflanze erzählen. Und ich werde nachher noch ein paar Worte zu Clemens, meine Gefühle äußern. Genau, also jetzt so im Frühling, wir haben jetzt Ende März, ist bei uns der Bärlauch schon ziemlich weit und das ist so die ziemlich heilkräftigste Pflanze, die im Frühjahr aus der Erde kommt. Also ein wahres Powerpaket. Es hat so viele tolle Inhaltsstoffe, also Eisen, Allicin, Vitamin C, Magnesium, sowas kriegt man auch als Nahrungsergänzungsmittel im Laden nicht irgendwie mit dieser Qualität. Und ja, der reinigt den ganzen Körper. Botanisch heißt er Allium Ursinum und dieses Ursinum kommt tatsächlich vom Bären, also lateinisch Ursus für den Bär. Und das heißt ja auch, dass der Bär der Medizinmann des Waldes ist und das ist seine erste Speise nach dem langen Winterschlaf, damit er wieder zu Kräften kommt. Und ja, für uns ist er halt auch total wertvoll, weil er eben den Körper entschlackt und reinigt und neue Kraft gibt. Und ja, man wirklich, wirklich viel, viel fitter ist. Und ich finde, man fühlt sich auch reiner an, wenn man irgendwie so eine kleine Bärlauchkur gemacht hat. Dazu gibt es dann aber noch ein extra Video. Manchmal hört man ja immer noch von Verwechslungen, wenn man aber genau weiß, wie der Bärlauch ausschaut. Also man sollte bei jeder Pflanze wissen, wie sie ausschaut, bevor man sie sammelt. Gibt es ein paar Merkmale, die ihn eigentlich unverwechselbar machen. Also zuerst der Geruch, das aber nur bedingt sicher, weil wenn du sehr viel davon sammelst, riecht nachher alles nach Bärlauch und dann kannst du es nicht mehr unterscheiden. Ich zupfe hier mal was raus. Und zwar wächst der Bärlauch immer nur mit einem Stängel aus der Erde. So Maiglöckchen wachsen immer mit zwei Stängeln aus der Erde. Und die Herbstzeitlose, die hat nur eine Rosette. Und es ist auch von der Haptik ganz anders. Bärlauch ist eher zart und weich. Und Maiglöckchen ist eher hart und die Herbstzeitlose ist auch eher fast schon ein bisschen ledrig. Und beide haben eine glänzende Unterseite. Und jetzt kommt das Wichtigste. Beim Bärlauch ist die Unterseite immer matt und die Oberseite glänzend. Und ja, wenn die Unterseite vom vermeintlichen Bärlauch nicht matt ist, dann ist es auch kein Bärlauch. Ja, und man kann halt auch ganz tolle Rezepte damit machen. Und ja, es ist einfach ein wundervolles Powerkraut. Und ja, das war es jetzt mal so in Kürze. Und ich werde noch ein paar weitere Teile davon machen. Einmal mit Rezepten und ja, das ist einfach... Ups, jetzt ist wieder was runtergefallen. Ah. So, also genau. Da werde ich dann noch... extra Videos davon machen, wie man diese Blutreinigungskur und Entgiftungskur damit macht und was für tolle Rezepte das gibt. Und ja, dann wollte ich noch meine Gedanken und Gefühle zu Clemens äußern. Nochmal, es betrifft mich immer noch, es trifft mich immer noch total hart. Und ich glaube nach wie vor nicht an die öffentliche Darstellung. Da spricht zu vieles dagegen. Und ja, ich war letztens auch noch mal in diesem Wald, wo ich diesen Gedenkstamm gemacht habe. Da blende ich gleich noch ein Foto von ein. Da musste ich leider abbrechen, weil es total angefangen hat zu regnen. Der ist auch noch unberührt und ja. Darf das sein? Und ja, ich glaube, so erst damit abschließen kann ich, wenn ich die Wahrheit kenne. Und ich werde auch vieles von ihm in meiner Arbeit weiterführen.
Im Moment ist es aber einfach noch zu nah, weil ich habe ihn echt geliebt und geschätzt und ja, es ist sehr schwer immer noch. Genau. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf die nächsten Videos mit diesen Rezepten freuen und mit diesen Kuren. Und das war jetzt einfach nur mal ein kleines Video zur Bestimmung. Leider wachsen hier jetzt keine Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen. Darum kann ich die jetzt nicht zum Vergleich ranziehen. Ach ja, und manche verwechseln ihn auch mit dem Aronstab, Aromaculatum. Was ich so gar nicht nachvollziehen kann, weil der halt echt pfeilförmige, gefleckte Blätter hat. Daher kommt auch dieses Wort Maculatum und eigentlich hat er gar keine Ähnlichkeit zum Bärlauch. Naja, wie auch immer, es sammelt nur das, was ihr wirklich bestimmen könnt. Und ja, dann bis zum nächsten Video, wenn du magst. Tschüss!